Ich kann euch helfen. Was muss getan werden? Blutdornen entweihen die Soldaten der Löwengarde, die in den Ruinen getötet wurden. Sie erwecken sie als Zombies. Mit einem heiligen Abzeichen könnt ihr die Leichname weihen. Das wird verhindern, dass man sie als Untote erweckt. Ich werde das tun, was ihr wünscht. Muss ich ihn jetzt nicht auch umbringen oder so? Immerhin wurde er gebissen. Finde die Animation ja gar nicht mal schlecht von den Zombies. Schwere Rüstung. Ich habe ja ein bisschen Platz. Kann ich dann nachher zerlegen oder so. Ah, hast du mich gesehen. Tachchen. Ja, kommt, greif mich an. Den ersten Schlag hast du frei. Bin mittendrin. Eigentlich genau hier müssten die ganzen Soldaten auch wiederbelebt werden. Tok, tok. Gold beim Zombie. Oh nein, den lässt er liegen. Schreiten da, als ob er gleich angreifen will.
So, das war's. Die Quest hätten wir auch. Ach du Schande. Greif nie einen Stärkeren an. Strategisch total unklug. Locken wir sie mal alle ins Lager, mal gucken, was passiert. Ah, die Wachen tun nichts. Wie nett. Kein Wunder, dass sie aussterbt. Zum Gruße. Ja. Erinnere mich irgendwie an ja. Die wurden bestimmt vorher schon gebissen und stehen nur noch so oder haben ihre 3-Tage-Wache gerade hinter sich und können sich überhaupt nicht mehr bewegen. So, die. Das müsste direkt unter mir sein, irgendwo, ne? Irgendwo hier. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Schon wieder eine Kiste. Zack. Ist sowieso nie was Vernünftiges drin, aber was soll's. Da ist der Eingang. Aha, jetzt müsste ich wie Indiana Jones herunterschwingen. Tja. Ich treffe so ungern neue Leute, wenn ich nicht in Bestform bin. Ist mein Haar in Ordnung? Sitzt meine Robe auch richtig? Kommandant hat euch, der Kommandant, alles hat mich geschickt, um euch zu helfen. Kommandant wer heißt Alles? Ja, wer, ein guter wer nennt Mann jemand und Alles? Ein guter Soldat. Aber wie habt ihr mich gefunden? Ihr habt ein Tagebuch im Lager hinterlassen. Habe ich das? Wusste ich doch, dass ich mein Tagebuch irgendwo verloren hatte. Aber ich habe euch noch gar nicht die aufregendsten Neuigkeiten erzählt. Ich habe den Mitternachtstalisman gefunden. Damit können wir Angoffs Barriere bei Khat Bedraut durchbrechen. Wir müssen dieses wunderschöne kleine Relikt nur wieder aufladen. Ja, dann, was ist ein Mitternachtstalisman? Gefällt euch der Name? Ich habe ihn mir selbst ausgedacht. Klingt doch sehr verheißungsvoll, oder? Jedenfalls ist es ein dädrisches Relikt zur Beeinflussung von Portalen ins Reich des Vergessens. Wenn man weiß, wie man den Talisman benutzt,
kommt man mit ihm an arkanen Barrieren vorbei. Und ich weiß, wie man ihn benutzt. Das letzte Mal, wo ich auf eine Magierin gehört hat, wollte die einen Werwolf fangen. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Also ist der Talisman der Schlüssel, um Angoff zu besiegen? Der Talisman wäre der Schlüssel zum Sieg über Angoff. Doch seine Macht ist aufgebraucht. Wir müssen den Talisman aufladen. Dann haben wir endlich eine Chance, uns um Angoff zu kümmern und die Schlacht zu ihm zu tragen. Okay. Klingt nach dem Plan. Ich kenne ein Ritual, das den Talisman aufladen und seine alte Macht wiederherstellen kann. Es gibt eine uralte Wirtsstätte am Strand hier in der Nähe. Wir können sie als Fokus für das Ritual benutzen. Wer hätte das gedacht? Ihr seid verletzt. Könnt ihr überhaupt gehen? Ich muss mich nur einen Moment ausruhen. Danach kann ich dorthin gehen und habe genug Energie für das Ritual. Hier, nehmt den Talisman und geht schon einmal vor. Ich treffe euch dort. Jo, dann gehe ich schon mal zur Ritualstätte. Das ist so ein mächtiger Toreingang. Und hier drinnen sind mal drei Grabmale und das Wart. Also irgendwie doch arm. Gibt's da, ist da was hinter? Eine Truhe. Echt jetzt? Besser wie meins. Gekauft. Die Dinger stehen auch überall rum. Ihr solltet da rauskommen. Ganz schnell. Zack. Stufe 13. Gleich kann ich endlich meine Schwerter mal benutzen hier. Bärensuppe. Ja. Das macht mir auch am meisten Spaß. Also eigentlich, die ganze Welt, die sieht total klasse aus. Und wenn man da sich mal genauer anguckt und nicht einfach nur durchrusht, finde ich viel interessanter, als wenn man da einfach nur alles einfach tap, 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 tap. Ja, vor allem, wenn man jetzt so ein Let's Play macht oder so, dann kann man das ja auch mal gemütlich machen. Und ich habe es schon mit einem Charakter bis Level 35 mit einem Kollegen gespielt und jetzt haben wir einfach nochmal von neu angefangen, also heute Nacht, und da habe ich jetzt so gedacht, dann mach's aber alles ganz gemächlich. Ein bisschen Story dabei, ein bisschen Witz dabei. Ein paar Mal habe ich mich geärgert. Ja. Au.